Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco und zu Gast habe ich... Nein, Herr der Steine, ganz genau, hervorragend. Jawohl, vielen Dank für die Einladung. Genau, rübergehüpft. Du bist rübergehüpft und du hast uns was Tolles mitgebracht. Ich habe was Tolles mitgebracht, genau, nämlich ein kleines Blue Bricks Fahrzeug aus der Feuerwehrserie. Und da habe ich ja direkt Gaudi dran gehabt, kleinen Laster bauen. Genau. Das hat Spaß gemacht. Ein schöner kleiner Laster, das ist ein TSFW. Richtig. Ihr wisst bestimmt alle, was das ist. Er wusste es auch, ich erkläre es trotzdem nochmal. Das ist ein, nein, ich muss nicht auf den Spickzettel gucken, ist ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser. Ein technisches Sonderfahrzeug, genau. Genau, ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser. Typisches Fahrzeug für kleine Feuerwehren, die sich so ein größeres HLF wie das HLF 10 oder das HLF 20, das ich schon mal vorgestellt habe, nicht leisten können, die... Keinen Platz haben. Keinen Platz haben, genau, die Wehr ist zu klein. Das hat eine entnehmbare Pumpe, Wasserpumpe, deswegen eine Tragkraftspritze. Man muss Tragkraft haben, um das Ding von A nach B zu bewegen. Und die ist da irgendwo drin und wir wollen mal schauen, ob wir sie nicht finden. Das war die doch. Es ist was Rotes und ich habe das natürlich direkt erkannt, dass das hier ist, oder? Genau. Genau so sah es aus, als ich recherchiert habe. Das ist eine Pumpe und mit der kann man quasi in die Nähe des nächsten Löschteichs gehen oder ans Gewässer oder so. Rüssel reinhalten und genau. Und damit dann kann man loslegen. Und da das Fahrzeug hier sogar einen Wassertank hat, so 500 bis 800 Liter, kann man schon direkt so als Schnelleingriff loslegen. Und danach muss man halt quasi sich um Wasservorrat kümmern. Also auch ein Fahrzeug, mit dem man ähnlich wie bei diesen HLF schon mal loslegen kann, während ein Teil der Mannschaft sich dann um das Wasser kümmert. 7,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht, so ein Fahrzeug. Da sind dann auch ist dann auch der knappe Kubikmeter Wasser noch mit dabei. Hat einiges an Zubehör dabei, nicht so viel wie ein HLF, aber hier sind lauter Klappen, die müssen doch hier... Total viel, glaube ich. Ihr seid froh, dass ich dabei bin, gell? Nur mal so für das Wissen hier im Video. Ey, ist gut, dass ich da bin. Ich habe es gebaut, tatsächlich. Also alle Fehler gehen auf meine Kappe und ihr kriegt erklärt, wie es eigentlich zu sein hat. Das ist so ungefähr der Plan für heute das Video. Es bekommt aber viel Stabilität durch die Rahmen, die klassischen Fensterrahmen, dann mit diesen wunderbaren Klappen dran, die auch so lustig zuschnalzen, wenn man sie zumacht. Die knallen so schön. Ich habe die gern. Ich habe die ein paar Mal auf und zu gemacht, einfach nur aus Spaß. Und es ist fröhlich gefüllt genau. Mit noch tollen Überraschungen drin. Da ist noch was drin. So. Da ist noch was drin und wir vermuten, es ist ein Kompressor, das ist ein Generator. Wir wissen es leider nicht ganz genau. Macht ihr vielleicht Dampf dafür? Oder hat die da schon Dampf drin? Woher kriegt denn die Strom? Die hat eigentlich so einen Benzinmotor, Dieselmotor mit dran. Schmeißt an und los geht's. Okay, dann wissen wir nicht. Es ist bestimmt was sehr Hübsches. Ich glaube, ich muss die Feuerwehr mal besuchen gehen und dann werde ich so ein Ding sehen und sobald was Gelbes ist, werde ich schreien und sagen, dass ich es kenne aus dem technischen Sonderfahrzeug. Genau. So machen wir das. Kommt mir hier an die Fahrerkabine auf? Ja, die 1. Das ist alles mit Jumperplates gelöst in dem Fahrzeug. Heps. Und das kann man abnehmen und wenn man das richtig macht, dann hat man sogar das Dach dann einfach abgenommen und dann kann da der Kollege rein und dann kann der Onkel das steuern. Jawohl. Ganz genau. Und es ist stabil, gell? Du handhabst ja auch fröhlich. Das Ding, das ist ein ordentlicher Block. Also wenn es dann fertig gebaut ist, schön beim Bauen. Wir haben das wieder in verschiedenen Etappen natürlich. Guckt man dann, wenn es am Ende alles verhochzeitet und verheiratet ist, ist es schön stabil. Wir haben ja auch diesen schönen Übergang von 6 Noppen auf 7 Noppen. Ich mag das ja immer, wenn man aus diesem einfachen Raster gerader Noppenzahl ein bisschen rausgeht und hier auf 7 Noppen Breite geht. Das finde ich immer besonders cool. Das machen sie ja schon. Ja, wird sich auch für Camper anbieten oder sowas, diese Wohnmobilumbauten. Das wäre sowas auch genau die richtige Bautechnik dafür. Auch generell hier unten, das ist auch, der Block wird ja später hier aufgesetzt. Und das passt eigentlich, das liegt auch alles auf Jumperplates hier, weil das ja auch diese halben Noppen hier, also diese halben Noppenbreite Versatz ist, alles mit Jumperplates in der Mitte gelöst aus diesen 2x1 und damit ist es dann hübsch am Ende. Und sieht halt einfach richtig aus, vom Verhältnis auch. Und hier haben wir auch diese Snot-Technik, um die Radkästen so zu gestalten. Ja. Das finde ich cool. Turntable-Tops unten zur Stabilisierung, das ist ja klassisch bei euch. Ja. Das kennen wir ja. Und ja, die tragen halt nach unten nicht so dick auf. Ja. Das ist... Wir haben ja diese Kobi-Spezialteile, diese extrem flachen Plates haben wir nicht. Steckleiter. Natürlich. Im Vorbild ist eine vierteilige Steckleiter oben auf dem Dach, die
wird jetzt hier so dargestellt, dass es optisch passt. Ein kleines Fahrzeug, da ist auch nur, da sind auch nur so diese kleinste Organisationseinheit von so irgendwie 6 Mann gehören zu dem Fahrzeug, während größere Fahrzeuge dann irgendwie mehr Mannschaft dabei haben. Klassisches Auto für kleinere Feuerwehren, die halt nicht, die halt auch so ein ganz großes Fahrzeug jetzt nicht brauchen bei ihrem Einsatzgebiet. Ja, es klappt. Ja, es klappt schön. Super, die Axt da drin. Ja, wenn man mal irgendwie so ein bisschen Psycho nachspielen möchte oder so, immer mal eine Axt dabei, ist eine gute Idee. Oder halt auch einfach mal seinen sinnvollen Dienst nachgeht und vielleicht mit der Axt jemanden rettet. Das kann man natürlich auch machen. Richtig. Da ist immer noch ein bisschen Platz für anderes Zubehör. Also manche haben eine Motorsäge, manche haben Löschschaum dabei. Das ist dann schwankt immer von wer zu wer. Was sie nicht dabei haben wohl, ist so ein Rettungssatz, mit dem man mit solchen Hydraulikscheren Leute aus Automobilen rausholen kann, wenn die so ineinander verkeilt sind. Die sind dann nur in den nächstgrößeren Fahrzeugen, so HLF-10, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug genau. mit drin. Jawohl. Dafür haben wir hier noch eine Leiter dabei. Die haben die anderen auch. Ja, aber und wir haben es beigelegt. Stimmt, wir haben noch eine Leiter. Stimmt. Wir haben noch eine, gibt noch als Extra-Teil gibt es noch eine Weltklasse-Leiter. Es gibt noch ein Bonusteil dabei, eine Leiter, genau. Ja. Und noch so ein paar andere Teile sind noch übrig geblieben. Ja, und natürlich die übrig geblieben, so ein paar Extra-Teile, je nachdem. Hier und da ist noch was dabei. Wahrscheinlich hätte ich davon noch was verbauen müssen irgendwo. Und ist auf jeden Fall alles da. Und mit der Leiterchen kann man auch aufs Dach klettern und kann dann die Pause genießen. Das kann man machen. Und wollten ja noch mal testen, ob das hier mit den Außenspiegeln auch passt mit unserer Feuerwache. Das ist wichtig, die Feuerwache ist sehr cool. Und wir haben ja gesagt, unsere deutschen Fahrzeuge passen mit Ausnahme dieses Flughafen-Löschfahrzeugs, dieses riesen 10 Noppen breiten Ungetüms, sollten in unsere Feuerwache reinpassen. Und anstatt jetzt wieder die moderne Feuerwache herzubringen, habe ich mir gedacht, hey, wir haben da sowas anderes gerade bei uns als Prototyp aufgebaut. Pizzi-Potzi. Schiebe ich es doch mal kurz ins Bild. Das ist schon relativ cool. Es sind nur so knapp 7000 Teile, also beide quasi die klassische Feuerwache und das Gerätehaus quasi, das man sich noch dazu stellen kann. Genau, nochmal die große umgebaute Scheune. Unsere kleine Wache mit Schlauchturm hat hier auch einen Platz für ein Fahrzeug und hier haben wir noch ein zweites Gebäude dabei. Es gibt natürlich einen Durchgang. Wir werden euch das Teil noch genauer vorstellen. Bei unserem nächsten Preview-Video beispielsweise, ich glaube, wir bewegen uns auf so eine Schnapszahl von 33.333 Abonnenten zu. Sollten wir die erreichen, wäre das doch mal ein Anlass, gemeinsam einen zu heben und sich an unseren ganzen neuen Prototypen Einbruch zu heben. Also da ist nämlich einiges auch Mittelaltergebäude und so ist bei uns jetzt aufgebaut. Leute, die bei uns in Lagerverkauf kommen, haben es schon gesehen. Das ist schon ein sehr cooles Ding. Also da jetzt wollen wir doch mal sehen, ob das hier nicht reinpasst. Der ist ja aus der gleichen Epoche, das muss ja einwandfrei passen. Es passt. Es passt auch. Es passt eigentlich auch ganz weit nach hinten. Ich muss mal kurz reinschauen. Ja, passt. Es ist ein bisschen gegen die Wand gefahren. Es fährt einwandfrei, aber es unter fährt der... genau so. Nennen wir es Uhr durch. Klimaanlage richtig. Ist ja nicht unbedingt... Also hier haben wir Platz für 3 Fahrzeuge. Und hier drüben haben wir noch, das ist umgefallen, weil es der kleine Bub wieder schief hektisch reingeschmissen hat, ein kleines Motorrad, ein Feuerwehrmotorrad. Richtig. Ich glaube, das Motorrad gehört zur Feuerwache, aber mehr dazu im richtigen Video, wenn ihr dann mal darüber redet. Im Produktvideo natürlich, richtig. Aber da wir das jetzt erst als Prototyp aufgebaut haben, wird es bis zu dem Produktvideo und zur Veröffentlichung noch eine Weile dauern. Aber im nächsten Preview-Video werden wir es euch auf jeden Fall detailliert vorstellen. Und bis dahin spiele ich noch ein bisschen damit. Bis dahin spielen wir noch ein bisschen damit. Hier sind natürlich auch noch ein paar wilde Farben dabei, ne? Prototyp. Da nimmt man halt die Teile jetzt nicht noch nicht unbedingt in der passenden Farbe, sondern so, wie man sie gerade auf Lager hat. Das wird an der einen oder anderen Stelle noch etwas weniger bunt. Das ist ja klar. Aber es ist vom Maßstab her mit so einem Auto, ich meine, es gibt ja noch ein paar alte schöne Gebäude, die von der Feuerwehr genutzt werden, denke ich doch mal, da kann man das schön reinstellen. Richtig, und es wird auch noch einige ältere deutsche Feuerwehrfahrzeuge geben. Auch davon steht bereits der erste Prototyp bei uns im Lagerverkauf in einer der Vitrinen. Das ist so ein alter
ein alter Bulli, glaube ich, mit einem Anhänger. Ist doch sehr cool. Direkt mal vorbeikommen und sich ein Grund mehr in Lagerverkauf zu kommen. Und man kann eine super Tasse auch noch mitnehmen. Tipp von mir. Richtig. Ja, dann fasse ich doch ihn hier gerade noch mal schnell zusammen. Das ist das Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser von Bluebricks, die Set Nummer 100459. Abmessungen von 16 cm mal 6 mal 7 cm. Und ab heute, ab sofort im Shop erhältlich. Direkt erhältlich. Und es, ist ein entspannter, angenehmer Bau. Die Feuerwachen noch nicht. Sie kommen. Die moderne Feuerwache wird unter Garantie zuerst da sein. Die klassische wird folgen. Das wird noch eine Weile dauern, aber wir freuen uns drauf. Ich stehe auf große modulare Gebäude und wenn sie noch zu unseren Fahrzeugen passen, ist das umso besser. Nein, ist das umso besser. Dafür braucht man ja die vielen Fahrzeuge. Das ist doch wichtig, damit man sie auch in gescheite große Wache stellen kann. Total cool. Richtig. So läuft es. Für heute war es das damit schon aus dem Noppenstein-Studio. Ihr wisst ja, Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt es noch mehr. Was wünschen wir? Wir wünschen ein fröhliches Basteln auf jeden Fall und schönes Bauen und eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Bis bald. Der Freund. Dieser Sturm. Früher, als man die Schläuche noch aufgehängt hat zum Trocknen, hatten wir so einen Löschsturm gehabt. Ist ja auch gescheit. Nee, das ist eine coole Wache. Ja. Da sind oben Betten drin. Schlafen. Ja, klar, wie sich das gehört.